So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines Pokémon Trading Card Game Online Let's Play Parts. Heute wieder mit meinem Plasma Deck. Und Plasma habe ich, glaube ich, seit den neuen Regelungen mit dem Pokémon Fänger nicht mehr angerührt. Oder der neue Regelung mit den mit dem First Turn Attack, also dass man im ersten Zug nicht mehr angreifen darf als Spieler, der beginnt. Ja, und da dachte ich mir, warum? Und ich sehe auch Plasma Decks nicht mehr so erfolgreich touren, sage ich mal, oder dass die überhaupt noch auf Turnieren aktiv sind, diese Plasma Decks, sondern die Leute, die weichen viel mehr auf andere Decks aus. Dann dachte ich mir, woran mag das liegen? Ein Freund hat mir dann so erklärt, ja, das liegt daran, dass Plasma sich komisch anfühlt. Und diesem Mysterium, sage ich mal, wollte ich dann auf die Spur gehen und habe ich mir so ein kleines Deck gebaut, was ja, ein Plasma Deck ist und auch wie ein normales Plasma Deck spielt. Aber halt ohne Pokémon-Fänger und unter den Zug der neuen Regelung, sage ich mal. Ja, mit dem First Turn Attack, bla bla bla, alles drum und dran. Und herausgekommen ist ein Deck, was ich eigentlich ziemlich geil finde und ziemlich begrüße. Und diese Art von Decks würde ich sogar, oder würde ich mir wünschen, dass ich nicht vorangehe. Lugia X lege ich noch nicht auf die Bank, weil ich erstmal gucken will, dass mein Gegner spielt. Je nachdem, was er spielt, lege ich dann Lugia hin. Oh, okay. Mein Gegner spielt Plasma. Darkrai. Ich sehe das jetzt gerade so teils an. Weil wenn mein Gegner jetzt den Special Hammer spielt oder Hammer Time spielt, also mit dem Crushing Hammer um sich schmeißt oder mit dem Enhanced Hammer, dann ist das natürlich alles immer so bisschen strange und ein bisschen zäh, sag ich mal. Aber wir werden sehen. Also erstmal haue ich meine Deoxys noch auf die Bank. Ist natürlich immer wichtig. Ich kann im ersten Zug jetzt sowieso nicht angreifen. Ziehe ein zweites Deoxys nach. Ein Kyurem ziehe ich auch noch nach. Und noch ein Akromaten. Was ich sehr cool finde. Den Akromaten lege ich jetzt an mein Kyurem an. Und ich gebe jetzt ab. Trifft sich ganz gut. Guter Start, wie ich finde. Hätte natürlich besser sein können. Und je nachdem, was mein Gegner jetzt spielt, könnte... Okay. Das wird verdammt schwierig, meine Freunde. Skylar für einen Hyperball. Okay. Und wahrscheinlich kommt jetzt Zorbiris auf die Bank. Okay. Kann er irgendwie jetzt auch Junkern, wenn er... Okay. Er wird Junkern. Holt sich den Hammer und okay. Oh, das wird ein schwieriges Unterfangen. So, Prisma Energie auf mein Kyurem. Schwebestein auf Voltolos und Chorus auf 4. Oh, das ist jetzt arschschwierig, meine Freunde. Das ist wirklich, das ist nicht schwierig, das ist arschschwierig. Okay, ich habe die Computersuche auf der Hand. Was natürlich ziemlich cool ist. Und ich nutze, oder ich greife, ich könnte jetzt natürlich 50 auf Zorbiris und 30 auf Deoxys hauen. Oder ich könnte hier die Plasma-Energie wieder anlegen und so. Ja, ich mag, glaube ich, die erstere Variante, dass ich wieder Energie ins Spiel bringe. Denn genau das oder gerade das ist eigentlich ziemlich praktisch, wie ich finde. Der wird jetzt wieder den Hammer spielen, irgendwas abschlagen. Bin gespannt, was er mir wegschlagen wird. Ich würde es cool finden, wenn er mir die Energie an Voltolos wegschlägt, weil ich habe noch Basisenergien im Deck. Weil genau für dieses Matchup sind dann halt die Basisenergien drin, damit man nicht von diesen Lasern geraped wird, sag ich mal. So, er vergiftet uns jetzt erstmal. Wir schlafen natürlich, ist natürlich klar. Er schmeißt die Energie von meinem Kyurem ab. Und er hatte die Juniper auf der Hand. Okay. Schafft er es jetzt eventuell noch Speed ins Spiel zu bringen? Er baut sein Zorbiris weiter auf? Sein zweites? Ne, er sein Darkrai so langsam. Okay. Und mit diesem ganzen Hammer-Spam schafft er es dann auch natürlich unsere Bewegungen. Unseren Spielraum, sage ich mal,
an Energien und unsere Angriffe zu verlangsamen, was ziemlich scheiße ist, ne? Ja klar. So, Energy Switch und den Hammer wieder auf die Hand und wir schlafen. Wir schlafen weiter. Dafür ziehe ich jetzt meine Energiesuche nach. Habe ich denn noch mein Fluchtseil im Deck? Jo, habe ich. Ich habe sogar noch beide im Deck. So, ich hole mir jetzt mit der Energiesuche erstmal meine Wasserenergie. Gut, dass ich Basisenergien im Deck spiele. Die sind genau für Situationen wie diese. Und ich schmeiße jetzt meinen Thunderous ab und meinen Ausrüstungsentsorger. Und hole mir jetzt erstmal ein Fluchtseil wieder. So, dann spiele ich mein Fluchtseil und schaue jetzt erstmal, was mein Gegner jetzt überhaupt rausschickt. Er schickt das Zobiris da raus. Okay. Und ich schicke dann natürlich mal Kyurem raus. Und spiele jetzt N. Damit mische ich natürlich dann auch noch seinen Hammer wieder ins Deck zurück. Was ziemlich cool ist. Und ich habe aber auch wieder die Gelegenheit, meinen Thunderous nach vorne zu holen. Hier lege ich erstmal wieder den Floatstone an. Und dann kriege ich zusätzlich zu dem K.O. zum Knockout. K.O. Knockout. So, ich habe erstmal nichts im Deck. Okay, ich wollte die aber loswerden. Nur nochmal um sicher zu gehen. Kann ich wieder eine Energie anlegen. Und zwar habe ich ja noch die eine Prisma-Energie. Frage ist, an was lege ich die jetzt an? Auf der Hand habe ich, glaube ich, nichts mehr. An Energie. Und ich denke, ich lege die an mein Kyurem an, damit ich im nächsten Zug sogar noch einen Blizzard Burn schießen kann. Und ich sehe eine Plasma-Energie aus den Preisen. Und da ist der Schmerz. Okay, wir schwingen gegen Hammer Time. Er kriegt Kopf. Okay, super. Das ist so ziemlich das schlechteste Matchup, was man haben kann. Okay, den Spezialheimer hat er auch wieder auf der Hand. Super. Alles ganz toll, Leute. So, sind nicht vergiftet. Und er spielt N. Ah, das Matchup ist so nervig, sag ich euch. Okay. Erstmal den. Noch einen Deox auf die Bank. Das ist schwierig, Leute. Das ist echt schwierig, dieses Matchup. Top-Trank wäre jetzt natürlich eine Möglichkeit. Ich spiele N. Und nicht den Top-Trank. So, oh mein Gott, was ist das denn für eine Hand, bitte? Knöchelrums los für 60 und die Basis Wasserenergie wieder auf mein Kyurem. Oh mein Gott. Arena hat er jetzt auch noch ins Spiel gehabt. Ich habe sogar noch Frozen City eigentlich in meinem Deck. Von daher kann ich die Arena eventuell sogar noch kontern. Aber das ist jetzt natürlich sehr bitter. Ich hoffe, der zieht jetzt keinen Hammer wieder nach, weil trifft er wieder Kopf. Er trifft wieder Kopf. Ah, oh, ist das nervig. Und natürlich auf unser Kyurem, ist ja klar. Energy Switch, yo, super. Und er holt jetzt erstmal wieder seine Hämmer aus dem Ablagestapel raus. Ich hasse dieses Deck. Ich glaube, so hat auch der Jason Kolowski, hieß der so? Der Weltmeister am Ende sein Spiel gewonnen im Finale gegen Plasma war das, meine ich, ne? Da war doch irgendwie sowas. Okay. Das Geile ist, ja, ich habe jetzt vier Deoxys oder viermal Deoxys auf dem Feld, ne? Kann ich jetzt locker easy machen. Womit ich jetzt sogar noch mit einem Frostbier noch sein Pokémon ausschalten würde. Schade, dass ich jetzt kein N habe. Ein N käme jetzt so gut. Janka für 2. Ziehe ich eine Prisma-Energie? Oh, ziehe ich sogar.
Ja, mein Kyurem geht jetzt gleich sowieso. Mein Kyurem verabschiedet sich jetzt gleich sowieso. Von daher hau ich jetzt erstmal das raus. Und nochmal 30 auf das Darkrai. Team Plasma, aber. Schmetterhammer, okay, auf Lugia wahrscheinlich, genau. Bitter. Jetzt kommt der Night Spear. Der reicht ja schon aus. Ich denke, ich werde mir dann im nächsten Zug vielleicht ein N holen. Oder irgendwie sowas. Aber das ist natürlich ein scheiß Matchup, ne? Kann man nichts machen. Baut jetzt auch noch hier sein zweites Darkrai hinten auf. Ich müsste die beiden nur K.O.'n, aber das kriege ich nicht mehr hin. Da ist wieder sein Zorbiris auch. Holen wir mal einen Deoxys nach vorne. Ja, und wenn ich jetzt Deoxys aufbauen könnte, das wäre super. Aber kriege ich nicht hin. Wie sieht es denn aus dem Ablagestapel? Zwei Prisma-Energien, drei Prisma-Energien im Ablagestapel. Mein lieber Scholli, was kann was werden? So, skylern wir mal. Ey, wenn ich das noch drehe, ne, dann Hut ab. Skylar für Janipar. Da müssen wir, ne? So, und damit vielleicht nochmal ein Team Plasma Ball, um uns Kyurem aus dem Deck zu holen. Und damit beenden wir jetzt unseren Zug. So. Pokémon Finger. Und er trifft auch noch den. Ach, das wird nichts mehr. Was können wir denn noch? Hey, stopp. Next Potion auf Lugia. Ja, ein bisschen Zeit stallen können wir ja noch. Viele Karten im Deck habe ich auch nicht mehr. Jo. Schauen wir mal, was wir da noch raushauen können. Sein zweites Darkrai steht auch noch bereit. Hypnotoxic Laser. Jetzt trifft er natürlich nicht. Zur Abwechslung mal. Aber wir haben auch keine, nicht mehr genug Karten im Deck. Okay, ja. Tool Scrapper natürlich auch noch auf der Hand. Da kann ich nichts machen. Wir gehen jetzt auch noch Deck out. Nee. Kack Matchup. So. Egal, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Also, ihr seht schon, diese ganzen Hämmer sind natürlich auch glücksbasierend. Besonders der Schmetterhammer da noch, der erstmal auf einem Münzwurf basiert. Aber der Spezialhammer allein, der haut da schon ziemlich große Löcher rein, muss man sagen, ne, in solche Decks. Aber meine Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, macht's gut und bis bald. Euer Rie.